Okay, ich müsste jetzt live sein, ne? Ich hoff's mal. Ja, da würde ich auch gleich mal eine Folge starten heute. Muss ich ein Live-Let's Play wieder machen. Ja moin. Ich werde gerade angegriffen. Ciao. Ja, heute gibt's mal wieder Infinity. Ich sehe gerade im Hintergrund, der Stream, es geht eigentlich, wie er läuft, ne? Ich kann auch mal die Bitrate noch hochstellen. Ausgabe, Stream. Ne, warte, hier. Ah ja, beim Aufnehmen ist er eh hochgestellt hier. Ich stelle sie mal auf 1500, ne? Ich habe jetzt besseres Internet und man sollte es, also es sollte vielleicht klappen. So. Ja, sonst streame ich ja immer auf 720p, das ist dann von meiner anderen Wohnung aus, da habe ich noch besseres Internet. Ah, guck mal. Ich sehe gerade das im Hintergrund. Ich mache nochmal die Bitrate noch höher. Beziehungsweise, na gut. Ja, die Ausgabe kann ich jetzt nicht umskalieren, ich kann nur an der Bitrate schrauben. So, auf 2000 vielleicht, ne? Ja, okay. Und dann schaue ich mal hier, was machen wir jetzt? Ja, ich muss eine Live-Folge machen, weil ich es nicht anders schaffe. Ich gehe nochmal, hier bei Zuschauen. Da kann ich den Titel anpassen, hoffentlich, oder? Topf Attack steht da einfach nur, ah hier. Genau, und zwar ist das Stream Nummer 20. Ja. Infinity Stream 20. Genau. So, heute mit Buch Live Let's Play. Okay, fertig. Und ja, nachher streame ich dann noch Aura, auch wieder mit Live Let's Play, genau. Das ist jetzt der Plan. Okay, Chat habe ich offen, das sehe ich alles, perfekt. Ja, dann fangen wir mal an. Also 3, 2, 1, nochmal schauen hier, okay. Und go. Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Infinity. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, minimal, weil ich ja noch gerade den Livestream gestartet habe. Ja, das mal wieder eine Live-Let's Play-Folge. Ich möchte heute das wieder so ein bisschen verknüpfen. Ja, und ich habe jetzt eben den Stream gerade erst gestartet und direkt die Folge begonnen, weil ich letztens schon mal gestreamt habe und den Fortschritt ich erstmal zeigen will in der Folge, genau. Und danach streame ich dann einfach noch ein bisschen weiter und schau mal, was ich noch so fertigstellen kann, genau. Ja, zurzeit nehme ich ja nur alle 2 Wochen irgendwie eine Folge auf, damit ich gerade so immer noch was auf Vorrat habe, ne. Ist natürlich nicht so optimal, eigentlich wollte ich das auch mal ändern, dass ich mal wieder mit Reis aufnehme oder so. Also wir haben das jetzt schon länger mal vor, aber wir kommen eben nicht dazu, immer wieder. Habe ich auch neulich schon mal erklärt, ne, in der Folge war das, glaube. Und ja, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, jetzt habe ich ja die Nachricht bekommen, dass ich rausgeflogen bin. Das Stream startet auch neu, wie es aussieht. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Die ganze Zeit gab es keine Probleme. Okay, aber zumindest ist es nicht mehr so verbuggt wie früher, dass das so spät das erst anzeigt. Also früher kam bei OBS diese Nachricht erst nach Ewigkeiten. Und jetzt kommt die immerhin relativ schnell. So, ich würde sagen, wir könnten eigentlich dann gleich mal, wenn wir bauen, an was anderem weiterbauen. Aber, ja, ich gucke erst mal hier. Ein bisschen was kommt raus. Ich muss auf jeden Fall mal meinen Backpack sortieren, ne? Also hier ist ja so viel Kram drin. Das muss alles mal raus, weil das hier sonst ein bisschen Überhand nimmt. Also vor allem hier sowas wie Seeds oder Cookies oder was weiß ich. Das kann ja alles mal weg. Wo haben wir hier? Seeds. Die kommen, glaube ich, hier rüber. Ja, und sorry, ich zische wieder, ne? Gefällt mir auch nicht, aber ja, ist halt manchmal so. Jedenfalls wollte ich mal mit Reis wieder so eine Dungeon-Tour machen oder aber auch mal so eine Drachentour. Das wäre einfach mal so ein Manticore zähmen für mich oder so. Das fände ich eigentlich mal ganz cool, denn ja, ich habe halt keinen und ich weiß nicht, wie ich die kriege. Und deswegen könnte man vielleicht mal zusammen das machen, je nachdem, ob er da kann oder wann das mal möglich wäre. Okay, das kann ich mal hier raus tun. Ich würde auch mal hier wieder diese Teile schmelzen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Finde ich eigentlich immer eine ganz gute Sache. Wenn man das Zeug eh übrig hat und man es nicht braucht, kann man es einfach einschmelzen, ne? Ich meine, Tinker's Construct haben wir ja hier nicht, sonst würde ich es da machen. Das wäre natürlich auch geil. Also zumindest bei unverbrauchten Gegenständen geht das ja immer sehr gut dann. Aber ja, ist halt hier alles nicht mit dabei. Wundert mich eigentlich auch.
Weil Tinkers war immer so ein Standard-Mod. Aber wahrscheinlich soll das auch mal ein Modpack geben, wo das einmal nicht dabei ist, ne? Weil das wirklich immer drin ist. Das gehört ja schon zum guten Ton so. Und ja, muss ja nicht pausenlos sein. Okay, ja, was machen wir jetzt? Also, ich gehe erstmal rüber. Und beziehungsweise, ich hatte hier überlegt gerade, als ich hier war, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen was ergänzen kann, weil hier, hier fehlt irgendwie noch was. Das kann so nicht bleiben, finde ich. Hier muss irgendwie was hin. Und hier sowieso noch so ein Weg, gell? Das kann man ja nebenbei mal machen, so an der Stelle. Und zwar, ich hau mal den Baum hier weg. Der kann ja verlegt werden darüber, so, wo ich hingucke. Ich denke mal, das ist besser, ne? Und generell auch der Berg kann eigentlich weg, oder? Weil den braucht man doch nicht unbedingt. Und sowas macht immer viel aus, also... Ja, na gut, aber hier oben, ja, das wird dann zu kompliziert, den abzureißen. Ja, das ist auch wieder blöd, ne? Hm. Ich glaube, ich lasse den so ein bisschen als Stadtbegrenzung. Aber wir können den vielleicht zumindest hier so ein bisschen absägen, oder was weiß ich. Ne? Je nachdem. Auf jeden Fall müssen hier Setzlinge hin. Also ungefähr da könnte einer hin, dann da, ne? Die wollte ich ja alle wieder nachsetzen, hatte ich damals schon vor. Aber ist nie was geworden bisher. Und, ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt müsste eigentlich hier wieder so ein Weg hin, ne? Aber das eignet sich nicht so richtig. Ja, vor allem hier, vielleicht so, ne? Da wird der Wald direkt ein bisschen dichter. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und dann kann das vielleicht so hier werden, ne? Warum nicht? Ah, dann muss natürlich die Umrandung auch noch stimmen. Die werde ich direkt mal mitbauen. Ja, das nur so nebenbei, keine Ahnung, das fiel mir gerade so ein, dass man das verbauen kann. Ja, und was kann man noch so ansprechen? Ja, also wenn ich mit Reis aufnehme, will ich auf jeden Fall wieder mehrere Folgen machen, damit wir mal wieder ein bisschen was auf Vorrat haben. Aber ich muss auch sagen, ich bräuchte dann erstmal ein paar Singleplayer-Folgen vorher, damit ich dann nicht wieder so unter Druck stehe mit dem Schneiden, weil ja die Together-Folgen immer schwieriger zu schneiden sind, ne? Also das ist wirklich einfach, das liegt in der Natur der Sache einfach, ne? Und, ja, ich weiß nicht, da brauche ich immer ein bisschen Zeit. Und gerade deswegen, ja, weil ich aktuell nicht so viel Zeit habe, möchte ich das eigentlich noch ein bisschen hinauszögern quasi, damit ich dann das alles ein bisschen entspannter angehen kann, mal mit dem Schneiden und nicht immer hier so hinterherhetzen muss, weil ich merke das schon bei Topf Attack und Tiny Aura, wo ich teilweise so direkt die Folgen schneiden muss, um sie dann hochzuladen, damit ich noch so einen Grundpuffer behalte von 4 Wochen. Ja, wenn ich den nämlich nicht mehr hätte, dann wäre das extrem. Und ja, wenn ich noch diesen Grundpuffer halten kann, dann geht's noch so. Da kann man auch mal ausweichen irgendwie zur Not. Und ja, den zu halten, das fällt mir eben extrem schwer, aber ja, wenn ich den dann abbaue und dann gar keinen Puffer mehr habe, dann wird's halt richtig ernst und ja, da könnte es vielleicht sein, dass dann Videos ausfallen, weil ich es dann nicht schaffe zu schneiden und das will ich halt unbedingt verhindern, ne? Und deswegen bin ich hier so dran, ne? Quasi. Naja, ich muss das ja erstmal rüber wachsen lassen, aber ich denke mal, das geht schon in eine gute Richtung. Ich guck mal hier in den Backpack, haben wir hier noch Saplings? Ja, natürlich, perfekt. Dann, ja, würde ich die hier mal noch verteilen. Und zwar hier noch vielleicht ein, nicht so aufdringlich am besten. Und hier oben noch welche, ne? Und ja, Alter, ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Folge nennen soll, ne? Ich bin jetzt schon bei 6 Minuten 40 und kein Plan, ey. Ohne Witz, das ist schon wieder so random irgendwie alles hier. Oh, sorry, ey, es zischt und zischt. Ich weiß, es ist schlimm. Muss ich vielleicht mal mir merken, dass ich das rausschneide. Aber ich weiß auch nicht wann, Alter. Ich muss die gleich fertig machen, die Folge. Am besten. Weil, ja, sonst liegt ja wieder ewig was rum. Und später fällt es mir dann wieder schwerer, mich da reinzudenken, ne? Und da habe ich erst recht vergessen, was ich schneiden wollte, oder was. Ja. Also, keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal hier rübergehen an der Stelle und guck mir mal die Stadt an quasi, oder das Haus von Basti ist es ja besser, nur ja, also zurzeit komme ich wieder relativ schlecht voran, aber Infinity läuft eh solange es geht und deswegen werde ich da jetzt eh nicht meine meiste Energie reinstecken. Ich versuche halt immer so einen konstanten Fortschritt zu haben, aber ja, besser geht's dann eben auch nicht. Aber ich werde jetzt auch nicht unbedingt alleine Folgen aufnehmen, wo ich nur erkunde und so, weil dafür habe ich nicht auch noch die Zeit.
Beziehungsweise ja, es würde mir vielleicht ein bisschen was ersparen, weil ich dann das Uncut machen könnte, beziehungsweise ohne Offscreen-Fortschritt. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich dann so zufrieden damit wäre. Und vor allem müsste ich dann auch erstmal einen guten Spot finden zum Erkunden. Das ist ja mein Problem. Den finde ich nicht mal eben so. Und deswegen mal schauen. Ja, jedenfalls hier haben wir jetzt folgendes Problem. Ich muss hier, oder ich war hier dabei, noch so ein Innending zu bauen, ne? Hier kann man dann so hoch auf die nächste Etage und hier dann eben runter. Oder, ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier dann auch eine Leiter mache. Ja, wahrscheinlich, ne? Genau, und hier habe ich Öfen hin verfrachtet von mir, damit ich hier braten kann. Da habe ich auch noch Glas, alles klar. Ist da noch mehr? Nee. Ja, und das würde ich dann hier nach und nach platzieren. Genauso brauche ich jetzt aktuell hier wieder Slabs. Die hatte ich auch neulich noch platziert. Und dann bin ich noch am Überlegen, aus welchem Material ich noch baue. Ja, aber das Haus schreitet auf jeden Fall schnell voran. Letztes Mal hatte ich ja, glaube ich, den Keller gerade gebaut in der Folge. Und ja, hier habe ich noch den Eingang ein bisschen gestaltet. Also ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Und vor allem, dass diese Fenster hier so ohne die Zwischenlinien sind, das gefällt mir. So, was steht hier? Hier baut Basti, okay. Ja, hier können wir nochmal eben so einen Weg hinmachen, so einen kleinen. Und ja, vielleicht auch hier irgendwie runter oder so. Noch in die Stadt oder irgendwie was. Kein Plan. Ja, hier ist halt wenig Platz, aber wenn hier die Küste nicht wäre, könnte man das alles machen. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Oder vielleicht kann man ja hier, ich weiß noch nicht. Nee, das wird eng, das kriegt man nicht hin mit dem Weg. Lassen wir lieber. Aber hier, ja, muss ich mir noch auch was überlegen für das Haus. Ich glaube, ich baue das schon wieder zu groß, ne, habe ich das Gefühl. Und vor allem muss ich auch mal wieder an Julias Haus weiterbauen. Das steht ja auch noch aus. Ich glaube, ich mache das Fenster hier so groß. Erstmal. Dann kommt hier halt so eine Art Wand hin. Oder nee, am besten nicht aus Stein, sondern hier kommen dann andere Blöcke. Und zwar einfach Stämme. Ja. Und dann gucke ich nochmal hier beide bei runter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt in der Form, aber so sieht es jetzt hier aus im Stall. Und aus irgendeinem Grund fehlt hier die Fackel. Hallo? Lass sie hinsetzen. Ey, Mann. So. Und na, da brauche ich sie eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich lasse das mal so hier. Ist halt nur so ein Gehege. Und das Lager, ja genau, da hatte ich auch noch hier alles fertig created. Oh shit, ich bin schon wieder fast über die Folgenzeit. Alter, das ging ja jetzt schnell. Ja, ich mache nochmal ein Thumbnail kurz und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Okay. Hä? Ah, jetzt. Ja, so ein Bild ist doch ganz cool irgendwie, denke ich. Und ja, dann wär's das von der Folge. Also haut rein und tschüss. Okay, da haben wir die auch fertig, die Folge. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich sie nenne. Ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar nenne ich die einfach Infinity 56 oder was das war. Ja, und da müsst ihr halt heute Abend schneiden. Genauso wie eine Risikofolge. Da bleibt mir auch nichts anderes übrig. Desktop. Ist es überhaupt die 56 oder schon mehr? Ich weiß gar nicht mehr. Ich guck mal hier, was hatte ich denn hochgeladen? Mhm. 55. Was hatte ich denn hier? Ich weiß gar nicht mehr das Thema der Folge davor. Ah, okay. Na, ich glaube, das ist schon die 56, wird schon stimmen. Und
Ah, shit, dann muss ich das jetzt auch noch auf die Festplatte kopieren. Boah, shit, shit. Mir fällt gerade noch ein, ich muss ja auch noch ein anderes Video rendern. Ah, Mann, wie mache ich denn das jetzt noch? Und ich latsche nur auf mein scheiß Mikro, ey. Das ist so schlimm. Dieses scheiß Kabel kotzt mich so an. So, dann jetzt so. Muss ich das rüberschieben. Weil ich das jetzt nicht mehr schaffen werde, zu schneiden. Was ist denn das? Ach so, das ist der Stream hier. Okay, was ist das hier? Kann ich das löschen? Nee, noch nicht. Okay, ich schieb das mal. Wo ist denn die Festplatte? Da ist die Festplatte. Da schiebe ich das drauf. Genau. Da muss ich mal schauen. Hier oben kann ich auch wieder eine Aufnahme löschen, aber das mache ich später. Okay. Dann, ja, diese Audiodatei werde ich noch verschieben oder kopieren. Machen wir mal parallel direkt. Ja, ich gehe mal weg hier von diesen Chocobos, die sind schlimm. Die nerven extrem. Oh, ey, die hört man immer noch, das gibt's doch nicht. Kann ja nicht sein, dass ich bis hier hingehen muss. Ah, so. Da mal Infinity, ne? Hm. Ah ja, genau. Und zwar wollte ich ja noch die andere Datei kopieren. Wo ist denn die? Hier. Ja, genau, die beiden. Die kopiere ich einfach so auf den Stick. Ey, da kommt schon wieder ein Zombie und fuckt mich ab. Ey, Mann, lasst mich doch mal in Ruhe, ey. Das kann doch nicht... Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Jetzt geh weg, verpiss dich. So, rüber, los, schnell. Ich will nicht ständig wieder neu in den Flow kommen müssen. Mich zu konzentrieren. Weil das regt nämlich auf. So, hier. Ah, das war das. Okay, die können aber weg. So. Und zwar das zu unübersichtlich hier. Ah, das sind noch diese Streams. Das sind die Teile. Alter! Hä? Seit wann ist denn hier der Schaden an? Junge, warum kommt jetzt hier ein scheiß Creeper, ey? Wisst... Ich kann hier nicht... So. Jetzt reicht's mir. Ich stack mich jetzt hoch. Nee, warte mal, bin ich dumm? Game Mode Creative. Ich fliege jetzt irgendwo hin in die Luft, damit ich einfach mal in Ruhe gelassen werde. Ja, ey, das kotzt mich an. So. Jetzt die Scheißdinger löschen. Die hatte ich alle geschnitten. Die sind noch größtenteils online auf Ickets. Gut, dann haben wir jetzt hier die Aufnahmen. Die kopiere ich rüber. Da haben wir sie. Okay, die können eigentlich auch weg. Soweit. So, hier sind noch so Crap-Aufnahmen oder... Ja, die eigentlich gelöscht werden sollten. Ja, da muss ich noch gucken hier. Ja, mal sehen. So, da habe ich die erstmal kopiert, damit ich die heute schneiden kann oder morgen. Je nachdem. Dann gucke ich hier nochmal bei Julias Haus. Ist da alles gut? Eigentlich ist da hier übelst mittendrin abgebrochen worden, ne? Bei dem Dach. Ich gehe schon mal, by the way, auf Tiny Aura.
Also auf die Anmeldung vom Server. Dann melde ich mich da mal an. Ja, mal sehen, ob das klappt. Game Mode Survival. Okay, Hammer. Mhm. Ja, ich schau mal hier, was wir so machen. Da haben wir das, alles klar. Aha. Ah, siehst du, jetzt kommt auch mal wieder endlich eine Nachricht hier. Nicht wie sonst, wo das immer weg bleibt, einfach. Okay, und für Tiny Aura habe ich mir auch schon was überlegt, wie ich das mache. Und zwar möchte ich da so 5 Minuten streamen, dann mache ich Schichtwechsel quasi und nehme auf. Und dann geht's weiter mit Streamen. Und dann nehme ich vielleicht nochmal auf im Stream. Wie spät ist es denn aber jetzt? 17.18 Uhr. Ja, dann könnte ich das alles noch schaffen. So, jetzt mache ich hier erstmal das raus. Solange der Server noch braucht, haben wir ja noch ein bisschen Zeit und die würde ich direkt mal hier nutzen. Ja, Blume kann weg, das eine Ding. Und ja, ich weiß, da unten ist jetzt ein Creeper explodiert, aber ja, das repariere ich noch. Jetzt will ich erstmal hier vorankommen. So, da haben wir nämlich das. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier nie weitergemacht habe. Habe ich wohl dann einfach aus den Augen verloren, weil ich irgendwo anders einfach weitergebaut habe. So, aber hier können wir auch einfach mal locker was machen, ne? Habe ich die Dinger dabei? Ja, perfekt. So, rein. Okay. Ja, das ist der Server on. Muss ich mal jetzt noch kurz warten. Ein bisschen bleibt er online, ne? Keine Sorge. Ich bin gerade so im Baumodus. Da kommt man schon wieder gar nicht raus. So, ah ja, hier noch. Okay. Erstmal essen. Okay, erstmal Schaden kriegen überall. Und ja. So, ist ja nicht viel Erde. Ich hoffe, ich habe noch was. Ah ja, hier. Perfekt. Wo sind denn die Seeds? Die wollte ich hier wegwerfen in den Rucksack. Das ist so der Müllrucksack mittlerweile. So, aber ich muss echt mal so einen Sortierstream machen, wo ich dann nur den Backpack sortiere quasi. Okay. Ja, jetzt steht das zumindest erstmal wieder einigermaßen. Hab ich hier noch. Ah ja, hier sind Glass Panes. Da stelle ich hier mal welche hin, nicht dass das nochmal passiert. So. Voll sicher jetzt. Na, ich guck nochmal, vielleicht kann ich hier noch mehr machen. Ich weiß noch gar nicht, ob hier Glas alles bleibt. Na, mal sehen. So. Gut. Na, dann wechsle ich jetzt mal. Also bis gleich, mach kurze Pause und dann sehen wir uns. Genau.